Heute spreche ich mit dem Philosophen Dr. Daniel Pascal Zorn. Herzlich willkommen in der Stiftung Demokratie Saarland. Hallo. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem waren Sie an dem Buch Mit rechten Reden beteiligt, nachdem auch Ihr heutiger Vortrag benannt ist. Außerdem schreiben Sie Kolumnen und sind nun zum zweiten Mal bei uns in Saarbrücken zu Gast. Das Thema Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist ein Dauerbrenner in der öffentlichen Diskussion. Wie sind Sie als Philosoph dazu gekommen, sich mit der neuen Rechten so intensiv auseinanderzusetzen? Das begann eigentlich als der Versuch, das, was ich im Philosophiestudium gelernt habe, mal auf die öffentliche Debatte anzuwenden. Und das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert, weil wenn man den Leuten mit Kant und Hegel kommt und aus einem sehr esoterischen Universitätsdiskurs kommt, dann funktioniert das nicht. Und dementsprechend musste ich Werkzeuge finden, um irgendwie mit diesen Debatten umzugehen. Und zuerst habe ich mich mit verschwörungstheoretischen Diskussionen auseinandergesetzt im Zuge der Ukraine-Krise, gab es diese Mahnwachen für den Frieden. Dann mit populistischen Argumentationen, insbesondere als die AfD angefangen hat, solche Argumentationen immer mehr zu verwenden. Und ja, dann kam irgendwann die Spezialisierung sozusagen auf rechtspopulistische Argumentationen. Wie sind heute Ihre Erfahrungen damit, wenn Sie mit Rechten reden? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es gibt Leute, die sich rechts einstufen, die durchaus zugänglich für Argumentation sind. Darunter sind auch Bekannte von mir, die mal eine etwas härtere Position vertreten haben, mittlerweile nicht mehr. Also das changiert auch. Grundsätzlich kann man sagen, das, was wir in dem Buch beschreiben als Sprachspiel der Rechten, findet sich natürlich, wenn sie mit Leuten diskutieren, die zu diesen sogenannten rechten Intellektuellen gehören, eigentlich ständig, während wenn sie mit Menschen sprechen, die sich davon angesprochen fühlen, sie eher in eine normale Debatte gelangen. Also kann man auch sagen, dass sich das Reden mit Rechten auf sozialen Medien unterscheidet im Vergleich zum direkten Gespräch. Ja klar, also wenn Sie im Internet diskutieren, dann haben Sie natürlich immer das Setting, das im Internet allen Teilnehmern ermöglicht, etwas zu sagen, möglicherweise auch hinter einer Maske zu sagen. Also grundsätzlich würde ich vielleicht die Unterscheidung so machen, dass in den sozialen Medien härter diskutiert wird und auch ein bisschen mehr im Sinne von Polemik und von Provokation, während dann im persönlichen Gespräch die Leute dann doch zugänglicher werden, weil sie eben auch mit einer Person zu tun haben, nicht nur mit einem Account. Also das wäre sozusagen die wesentliche Unterscheidung. Aber wie gehen Sie denn damit um, wenn eine Diskussion von Polemik und Überspitzung vielleicht sogar in verfassungsfeindliche Gebiete abdriftet? Naja, also wenn etwas verfassungsfeindlich ist, dann kann man es ja benennen als verfassungsfeindlich und kann es als solches sichtbar machen. Wenn man weiß, wie man das argumentiert, kann man auch gute Argumente dafür vorbringen. Und dann muss eben derjenige, der diese Positionen vertritt, sich entweder verteidigen oder er bestätigt dann tatsächlich auch dieses Urteil. Und ansonsten gehe ich mit Polemik und Provokation immer so um, dass ich sie ganz flach als Behauptungen nehme und mich überhaupt nicht provozieren lasse oder mich von dieser Polemik irgendwie anfassen lasse, sondern versuche eben diese Behauptungen dann eben als Behauptungen wie Argumente zu nehmen und dann dagegen zu setzen. Kann man damit auch Menschen überzeugen, vor allem im Internet? Auch das kann man nicht pauschal sagen. Grundsätzlich kann man zwei Modi unterscheiden. Man diskutiert immer mit dem Ziel, jemanden von etwas zu überzeugen und deswegen bringt man eben auch Argumente vor. Jedenfalls mache ich das so. Aber wenn man den anderen nicht überzeugen kann, weil er zum Beispiel eben von einer stark dogmatischen Position aus argumentiert, dann kann man immer noch den stillen Mitlesern oder Zuhörern oder Zuschauern zeigen, worin diese dogmatische Position besteht und dass man eben auch wahre Aussagen darüber treffen kann, wie der andere argumentiert, indem man nämlich diese Argumentation beschreibt und dem anderen den Beleg überlässt. Das heißt, der andere belegt mit seiner Art des Argumentierens dann das, was man darüber behauptet. Und im direkten Gespräch ist dann, was ist dann das Ziel davon, mit Rechten zu reden?
Naja, also unser Buch ist ja eigentlich eine Intervention. Das heißt, uns geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt plötzlich alle mit Rechten reden oder mit Rechten reden sollen. Wenn ich mit jemandem konfrontiert bin, der sich selbst als rechts einstuft, diskutiere ich mit dem genauso wie mit jedem anderen, weil das für mich jetzt erstmal nicht relevant ist. Ja, relevant ist, ob die Argumente, die er vorbringt, gut sind. Und das kann auch jemand vollziehen, der sich selbst rechts einstuft, der aber vielleicht gute Argumente hat, um seinen Punkt zu machen. Und da muss man dann eben ein bisschen Abstand nehmen von der ideologiekritischen Unterstellung, die davon ausgeht, dass alle, die rechts sind, eben die gleiche Ideologie haben, die gleiche menschenverachtende Überzeugung teilen. Heutzutage ist der Begriff rechts ja, so weit gefasst, weil er eben auch so provokativ gefasst ist, dass darunter auch konservative Positionen verstanden werden können oder Positionen, die eigentlich libertär sind, also die fast sich schon den Liberalen zuordnen lassen, oder eben Positionen, die versuchen, die Vergangenheit gegen die Gegenwart in Stellung zu bringen. Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber Sie meinen, mit, wenn Sie von Rechten sprechen, nicht die libertären und konservativen Positionen? Naja, also in dem Buch verwenden wir die Bezeichnung rechtes Sprachspiel für eine ganz besondere Form des Redens. Und die Ironie dieser Bezeichnung liegt natürlich darin, dass es ein Spiel ist. Das heißt, wir nehmen ja da eine dialektische Perspektive ein, also wir schauen uns das Gespräch an. Und das bedeutet, dass eben auch Nichtrechte in einem rechten Sprachspiel teilnehmen können und dieses Spiel auch befördern können. Und das ist dann die Pointe. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass derjenige sich als rechts bezeichnet, wenn er das tut, und dann kann man ihn als Rechten ansprechen. Aber was das dann bedeutet, das wissen sehr oft auch diejenigen, die sich selbst als rechte Vordenker bezeichnen, gar nicht so genau. Also da gibt es auch Gespräche, die dann darin enden, dass man eigentlich nicht genau sagen kann, was das eigentlich bedeutet. Und das ist auch ein interessanter Befund. Um vielleicht mal auf die andere Seite des Spektrums zu gehen, inwiefern sind die Linken für das Erstarken der neuen Rechten in der letzten Zeit verantwortlich? Ja, also auch hier muss man die pauschale Bezeichnung die Linken differenzieren. Es gibt linke Argumentationsmuster, insbesondere identitätspolitische Argumentationsmuster, die fast bis aufs Haar denen gleichen, die die Rechten adaptiert haben. Und das ist kein Zufall. Es liegt einfach daran, dass die neue Rechte, indem sie sich versucht, von der alten Rechten, also der Nazi-Rechten, wenn man so will, zu distanzieren, sich neue Formen der Argumentation und der Intervention und der Provokation gesucht hat, und sie hat sie bei den Linken gefunden. Das heißt, sie kommen oft in so Situationen mit jemandem, der sich selbst links einordnet, wo sie eben feststellen müssen, dass der fast genauso wie ein Rechter auf einer sehr dogmatischen Position beharrt, jemandem etwas unterstellt und so weiter. Und dann eben dieses Opferschema, das die Rechten als Erzählung vorneweg setzen, bestätigt. Und insofern, wenn sie also als jemand, der links ist, genau das tun, was ein Rechter behauptet, was die Linken immer tun, dann machen sie die Position stärker, die sie eigentlich schwächen wollen. Und insofern tragen manche Linke dazu bei, dass diese Rechte sozusagen viel sichtbarer und auch viel konsistenter erscheint, als sie de facto ist. Okay, um vielleicht nochmal auf Ihr Buch zu sprechen zu können, wie entstand eigentlich die Zusammenarbeit mit Ihren beiden Mitautoren, Per Leo und Maximilian Steinbeiß? Per Leo habe ich kennengelernt über Facebook tatsächlich. Wir kennen uns aus Facebook-Diskussionen und dann haben uns auch irgendwann persönlich getroffen und waren zunächst im Gespräch über ganz andere Themen und sind im Gespräch geblieben. Ich habe dann Max Steinbeiß auf seinem Verfassungsblog, den er ja hostet, kennengelernt, weil ich dort eben auch unter Artikeln diskutiert habe, unter anderem mit ein paar Leuten, die sich rechts eingeordnet haben. Und dann haben wir uns über unsere Erfahrungen im Gespräch ausgetauscht und haben festgestellt, dass wir ähnliche Beschreibungen dieses Diskurses haben und haben uns gedacht, ob wir nicht darüber gemeinsam etwas schreiben sollten. Der Vorschlag kam von Max Steinbeiß, ob wir nicht ein Buch schreiben sollten, wo wir genau diese Form des Gesprächs mit Rechten, wie wir sie ständig beobachten und als problematisch sehen, einmal selber als Problem darstellen wollen. Und das ist die Idee des Buches. Es geht nicht darum, jemanden zu irgendetwas aufzufordern
oder jetzt zu sagen, man müsse unbedingt mit Rechten reden oder quasi Verständnis für irgendetwas haben, so wird das Buch sehr oft dargestellt, aber das genaue Gegenteil ist das, was wir in diesem Buch versuchen. Wir versuchen, das Reden mit Rechten als problematisch darzustellen, und zwar für alle beteiligten Seiten und als Problem erstmal zu stellen, abseits von sehr einfachen Einordnungen von allen Seiten. Nach diesem Abschlussgedanken, mit dem wir quasi wieder ans Anfang des Interviews zurückkehren, bedanke ich mich sehr bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit für unser Interview genommen haben. Und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren Vortrag. Vielen herzlichen Dank.